ein besonderer Blick auf Barack Obama. Eine Pariser Galerie zeigt Dutzende Werke von Künstlern, die der US-Präsidentschaftskandidat inspiriert hat. Barack Obama hat die Seele eines Künstlers. Er glaubt an Kunst. Diese Arbeiten bestehen aus mehreren Schichten von Fotos und Texten, um die vielschichtige Persönlichkeit von Obama selbst wiederzugeben. Er hat sehr viel Charisma. Was mir gefällt, ist der Reichtum seiner eigenen Geschichte. Für mich ist er nicht bloß eine einzelne Person. Er ist nicht bloß ein Amerikaner. Er ist ein moderner Amerikaner. Diesen Künstler hat besonders die Herkunft des Politikers bei seiner Arbeit beschäftigt. Ich sagte mir, na sowas, da ist mal ein Mann mit gemischter Abstammung, der vielleicht Präsident wird. Das Wort Inspiration benutzen Obama-Anhänger gern. Doch dass ihr Kandidat auch außerhalb der USA ankommt, überrascht viele. Inspiration kommt durch Kunst, sie kommt durch Musik und Malerei. Es ist unglaublich, welche Reaktionen Barack Obamas Kandidatur ausgelöst hat. Porträts zeigen Obama teils leicht und luftig, teils grimmig entschlossen, als Staatsmann, der für seine Anhänger nicht nur Minderheiten, sondern die breite Masse der US-Bürger repräsentiert. Ein Junge, der als Sohn eines Einwanderervaters geboren wurde, mit einer Mutter aus dem Mittleren Westen. Dies ist für uns der amerikanische Traum. Die Ausstellung soll Wahlkampfspenden für Barack Obama bringen, jenen Mann, den sich diese Künstler von beiden Seiten des Atlantiks ins Weiße Haus wünschen.